Hilf der Fremden. Welche Fremde? Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. War das Sidequest? Verzeihung, ist alles in Ordnung? Erstmal das annehmen und dann. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Haben Sie sie angegriffen? Renrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Aha. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Renrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Ah, ja. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. So, Kobold-Lager. Also in der Anruck. Nach dem, was Renrock dem Kobold-Bankier bei Gringotts angetan ist, hat, ich weiß nicht. Sollte mich das mit Arne nicht überraschen. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollten. Wir haben ja auch noch eine Hauptquest. Gibt es eine bessere Rüstung für? Ich weiß nicht. Machen wir vielleicht später und nehmen wir uns vielleicht mal für später auf, würde ich sagen. Wir behalten uns die Zeitquests für einen späteren Zeitpunkt. Wir haben hier Aufträge-Liste, da reiht sich das hier auf. Die können wir mal wieder zurückkommen. Sie müssen hier lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um Ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe.
Da bin ich den Kampf mit Scuba aus dem Weg gegangen und... Der fliegt weit in den See hinein. Na toll. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Im Bereich Sammlungen in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Oh, das wird unterschrieben. So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Ja, es sind schwere Zeiten. Alles in Ordnung? Auf einmal. Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte. Aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Merlin. Ich dachte, Merlin und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gerne mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll? Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ja. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Diese Truhe? Platz. Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Aha.
Blütenkraut können wir nicht. Wie tun wir das? Ach so, hier. Prüfung Merwins. Meine Güte, klingt sehr spannend. Das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Oha. Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Na, dann vielleicht. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Seltsam. Die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. Das muss in einer bestimmten Reihenfolge passieren. Aber in welcher? Es sind nur drei. Oder wir müssen sie eine 60 aktivieren. Das könnte es auch sein. Was von der Freischalt schließt die Bildung auf. Ja, sie müssen gleichzeitig brennen. Oha. Na, was entdecken wir denn hier? Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Rebellion. Hier ist doch was. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier so alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen. Passiert irgendwas, irgendein Fortschritt oder? Sonst sehe ich das nicht, dass wir hier einfach random irgendwie mal sich Dinge schaffen. Okay, Zaubertränke unterricht haben wir als nächstes. Aber erstmal Hogwarts betrachten. Sieht ja fantastisch aus. Ich glaube, das liegt doch sehr gelegen hier. Ich will jetzt erstmal den Gang zurücknehmen, nicht nach Hogsmeade. Da will ich lang. Ich liege genau am anderen Ende der Schule, aber was so ist. Dann laufe ich einmal quer durch die Schule. Ich will einmal über diese Brücke laufen dort. Auch wenn es nur nachts ist. Sieht interessant aus. Hier sieht alles sehr interessant aus. Das ist die ganze Welt hier. Das ist eine große, fantastische Welt.
Hier müssen wir jetzt nicht mehr ran. In der Öde. Ach, ist das schön. Über die lange Brücke. Den Vorhof, Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Distral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, das Vertrauen eines der Tierwesen gewonnen hat. Aha. Auch ein sehr berühmter Hof. Teil 5, wenn mich nicht alles täuscht, mit der Szene, wo einmal, wo sie reinkommen, wo sie durchgehen, wie schon beschrieben war, von DA zurück nach der Gründung. Teil 3, die finale Szene, wo dann Sirius Black mit dem Hippogreif angeflogen kommt und dann hier auf einer der Bänke hier sich von Hermine und Harry verabschiedet. Und davon fliegt. Mehrfach benutzt. Ich glaube auch in Teil 3 mit dem hier im Winter, wo dann Harry nicht nach Hogsmeade darf und dann und hier mit McGonagall darüber redet. Ob sie das unterschreiben darf. Also ist hier wirklich ein berühmter Vorplatz. Die große. Achso, wird nicht abgeschlossen, sondern kann gelüftet werden. Der große Pendel hier auch beeindruckend. Ach, das ist der Uhrenturm. Hier haben wir. Am Tag können wir hier mit das Duell machen. Da waren wir schon, wir sind bloß nicht rausgegangen aus der Tür. Ja. Und sie sind wohl schon mehrfach durchgelaufen. Reparo. Nö. Reparo. Incendio. Aha. Seite gefunden. Ach, hier ist Beavis Toilette. Die Nachts wird Zaubertränke wahrscheinlich nicht unterrichtet. Dann werden wir wahrscheinlich auf den nächsten Morgen warten müssen. Und wir können ja auch. Wir brauchen nicht zu schlafen in diesem Spiel. Wenn wir nach Hufflepuff Raum zurückgehen, werden wir dann irgendwie schön. Ich glaube, passenderweise mal mit den Umhang drüber ziehen. Okay. Das geht auch. Aber ja, den auch hier. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen?
Professor Black würde das nie erlauben. Zaubertrinkunterricht. Wir warten einfach mal. Wir schlafen nicht, wir warten. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Kühlung fände ich schon großartig. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Okay. Zum Erschwinden. Okay, die haben wir doch schon. Zum Feld des dunklen Straßengüters. Wegen der Gerüchte über den Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt, wenn er doch mehr davon reden würde. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für einen weiteren Zaubertrank hole. Genial! Du, meine Freundin, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Warte mal. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Naja. Ich weiß nicht, Gareth. Ich will mich nicht mit Sharp anlegen. Ach was, Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Sharp merkt gar nicht, dass sie weg ist. Na gut, ich bring dir eine Fupa-Feder. Großartig! Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Das musst du aber nicht erwischen. Ihr Trank soll... Straßengüterfell. Und ein Brief. Memorandum.
Datum 31. Dezember 1875. Ah, okay, da wissen wir so ungefähr auch das Jahr, in dem wir spielen. Aurorbüro. Betreff Burgin und Burgs. Der Burgin und Burgs kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb des normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in der früheren Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Laden gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Laden wissen, setzen wir weiter Ohren ein. Zusätzlich zu denen, die im Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Und weitere Anweisungen folgen. Ach so, das Undercover bei dem der Bürgerin und Burgs. So großartig. Aha, Fupperfeder. Ja, wenn das nicht auffällt. Tränkestationen organisiert und ordentlich. Hier ist die Fupperfeder, die du wolltest. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Edurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Die Wiesli zum Freund, Wiesli zum Freund zu haben, ist doch mal. Sollen sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust ihrer Augenbrauen führen. Okay. Das andere können wir nicht machen. Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, dem er mit dem dauerhaften Steinhaut bedeckt, mit dauerhafter Steinhaut bedeckt wird. Aha. Hilfreich, aber ich hab's nicht nötig bisher. Dazu muss gesagt werden, ich spiele das auf leicht, das Spiel. Bisher waren die Kämpfe noch nicht so leicht, und so schwer. Alvenkraut und. Seltsam. Was ist da los? Wo war das denn? Ah! Das ist vermasselt. Was war das? Ein Mega-Power-Truck ist Müll. Nun, Mr. Weasley. Tut mir leid, Professor. Wirklich beeindruckend, dass du Professor Sharps Frage zum Mega-Power-Trank beantworten konntest. Oh, du bist der Neuzugang. Ich habe viel von dir gehört. Danke. Ich bin übrigens Amit. Sehr erfreut. Wirklich. Und ich habe noch nie jemanden auf Anhieb einen so guten Mega-Power-Trank brauen gesehen. Gute Arbeit. Professor Sharp schien mir nicht so beeindruckt wie du. Nimm's nicht persönlich. Professor Sharp wäre nicht mal beeindruckt, wenn ein Troll die Märchen von Beedle den Baden rückwärts aufsagen würde. Und zwar in Koboldogak. Eine faszinierende Sprache. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe mir das Sprechen selbst beigebracht. Bei Merlins Bart, bei guten Gesprächen verfliegt die Zeit. Ich muss mein Buch Tor zu weit entfernten Galaxien vor der nächsten Stunde zurückbringen. Apropos Sterne, wir haben Astronomie zusammen. Das wird dir gefallen. Professor Shah ist streng, ja, aber schlau. Wir sehen uns dann. Der Professor Shah macht auch Astronomie. Ich habe den Edurus-Trank gebraut, wie gewünscht. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen, Professor. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will, kommt bei mir nicht weit. Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen.
Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Professor Sharp sagt, der Mega-Power-Trank heilt Wunden. Hoffentlich brauche ich ihn nie. Eine interessante Stunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Sharp war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Sharp war nicht erfreut. Halt mich nächstes Mal aus deinen Plänen raus. Tut mir leid, das zu hören. Hoffentlich hat er es schon vergessen. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Aha. Ich stimme voll und ganz zu. Mein Umhang wird noch das ganze restliche Jahr nach Gareth. Keine Sorge, falls die Zutaten knapp werden. Ich baue meistens einfach an, was ich brauche. Okay, mit dem Motriebe müssen wir jetzt sprechen.